Oh, Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Coral Island. Ja, der Urlaub ist vorbei. Ende aus Mickey Maus. Urlaub ist vorbei. Und jetzt bin ich wieder zu Hause und bin müde und K.O. und müde und K.O. Ja, aber war schön gewesen. War definitiv schön gewesen. Haben viel gemacht. Mit dem Kleinen vor allem auch. Er war das allererste Mal im Schwimmbad. Hat er sehr gut gemacht. Ansonsten, ja, wir waren im Zoo und wir waren. Ach, am Strand waren wir. Ich glaube, auf jeden Spielplatz im Umkreis von, ich vermute mal, 65 Kilometer, Entschuldigung. Wir waren auf so vielen Spielplätzen, alter Finne. Und ich bin ganz schön K.O. Der Urlaub war wesentlich anstrengender, als wäre ich einfach zu Hause geblieben. Da war nichts mit Entspannung. Jeden Tag irgendwas unternommen. Uiuiuiuiui. Aber dafür bin ich auch extrem lange nach Hause gefahren. Statt eigentlich 5 Stunden Autofahrt sind es fast 8 geworden. Danke dafür, Hamburg. Wir sind ja nach Husum gefahren. Diejenigen, die es wissen wollen. Wir sind ja nach Husum gefahren. Und ja, es. Ja, du musst durch Hamburg durch, ne? Und ja, hin sind wir gut durchgekommen. Zurück eher weniger. Alter Finne, ey, du warst nur im Stau. Ganz Hamburg war ein einziger Stau, ey. Ich könnte mir nicht mal niemals. Beim Teufel könnte ich mir nicht vorstellen, mir das anzutun jeden Tag. Bei weitem nicht. Wenn ich da mir vorstelle zu wohnen und ich darauf vielleicht angewiesen bin, dass ich da langfahren muss und oh, Es gibt ja auch keinen anderen vernünftigen Weg. Es gibt ja nur die A7, die da durchführt. Und das war's. Uiuiuiui, das war wirklich qualvoll. Und dann hast du da deinen Dreijährigen im Auto und Riesenkürbis. Dann hast du da deinen Dreijährigen im Auto und den Hund und die Frau und alles meckert und nörgelt. Außer der Hund, der hat nicht gemeckert und genörgelt. Hat's ja auch am bequemsten gehabt. Auf dem Beifahrersitz nur gepennt. Im eigenen Körbchen. Natürlich angeschnallt. Ja, ich muss setzen, ne? Ich muss setzen. Ich muss irgendwas hinsetzen. Ich bin aber der Meinung, wir hatten sogar noch. Das kaufe ich, ist mir auch nicht egal. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier jetzt gerade stehen, ehrlich gesagt. Ich bin noch nicht wirklich. Ja, noch nicht wirklich eine Ahnung, wo wir jetzt stehen. Oh cool, einen Kürbis haben wir, cool. Warum mache ich das? Weiß ich jetzt auch nicht, ne? Ist ja auch egal. Ein Kürbis habe ich, das ist gut. Nein, sonst geht nämlich der Hardcore-Fertilizer da weg. Nee, der Speed heißt das, glaube ich, war das, glaube ich. Speed 3. Okay, 2, 6. Kann ich hier eigentlich auch gleich. Na, wir warten mal ab. Oh, guck mal hier. Ist mir gerade aufgefallen, die haben wir weggebracht. Einzigartige Feldfrüchte, nur noch eine. Oh, sehe ich jetzt gerade erst. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, 6 Kürbisse. Online-Schwab. Ich hätte auch eine Zahl eingeben können, aber. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, ohne Lügen? Weiß ich auch nicht. Nein, wir waren das erste Mal im Schwimmbad. Mit dem Kleinen. Weil wir haben hier leider keins in der Umgebung. Oder kein kostengünstiges, sagen wir es mal so. Nur ein fast eine Stunde entferntes, was Tage- oder Familienkarte für einen Tag 40 € kostet. Und da du noch nicht mal weißt, ob der Junge überhaupt, ob der überhaupt schwimmen will, meine Güte. Ob er überhaupt schwimmen will und kann, beziehungsweise im Wasser planschen will und kann.
Stellt sich beim Baden immer ziemlich an. Dass er so ne ist. Wir wollten einen riesigen Verkaufsding starten, ne? Kann das sein, dass ich so einen riesen... Aber ich glaube, das haben wir erst gestartet, oder? Ich bin mir da... Okay, das sieht... Das Gefühl, dass wir so ein riesen Verkaufsding starten wollten. So, so das Amras, das kann weg. So. Warum habe ich das dabei? Habe ich das noch nicht abgegeben? Muss mich jetzt erstmal orientieren, das ist über eine Woche her jetzt, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Nee, es ist jetzt genau eine Woche her. Und heute kommt auch noch, oder ich krieg nachher noch Post. Und es kommt ein neues Spiel. Mal wieder mal gucken. Mist. Es geht immer noch nicht. Ich komme nicht an das Zeug ran. Ich kann es aber auch nicht mehr abbauen. Wir haben da so ein ganz kleines bisschen ein Problem. Ja, gut. Wir warten nochmal ab. Wir warten nochmal ab. Nein, wir spielen nämlich Disney's Epic Mickey Rebrush Adventure oder wie auch immer das heißt, genau. Das kommt nämlich heute. Und morgen, also Sonntag, werden wir einen Stream davon machen. Ich gehe davon aus, dass wir um 17 Uhr wieder starten, weil es ist Sonntag und naja, es ist halt Sonntag, ne? Also gehe ich mal ganz dezent davon aus, dass wir 17 Uhr wieder starten. Offiziell wäre es am Dienstag oder kommt es am Dienstag raus, aber weil ich der Beste bin. Brauche ich nur noch die? Brauche ich nur noch das? Mehr nicht? Ich bin unsicher. Ich werde auch niemals diese Dinger, die fossilen Dinger jetzt wegschmeißen. Ich werde sie da reintun, aus Gründen, die ich selbst gar nicht so wirklich... Brauche ich nur... Eins, zwei, drei. Brauche ich nur noch drei dieser Dinger? Ich meine, es wäre super. Es wäre so cool. Ist eigentlich sonst irgendetwas noch? Ab morgen ist der Fisch zu fangen, ne? Und ab morgen ist auch die Expedition. Weißt du was? Wir machen mal den Tag in den Morgen rein. Machen mal den Tag in den Morgen rein? Ist das Deutsch? Ja, bestimmt. Triceratops, ja. Brauche ich wirklich nur noch einen? Alter, geil. Also zwei, also drei. Geil. Alter, oh, dann haben wir das auch fertig. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt muss es regnen. Wenn jetzt Regen kommt, haben wir die Chance, den roten Ding zu fangen. Lass es regnen. Alter, wenn es nicht regnet, dann kriege ich echt einen Rappel. Oh, es wird so nicht regnen, oder? Es wird so nicht regnen, oder? Sagt es doch einfach. Sagt es doch einfach gleich. Hey Kumpel, diesmal hast du also gewonnen, was? Nun ja, ich schätze, jeder will meins Rampenlicht. Aber mach es dir nicht zu gemütlich. Du hast mich dazu angestachelt, noch mehr Gas zu geben. Papa hat mal zu mir gesagt, Bobby, ein Sieg vergeht, aber ein Sieger zu sein, das ist für die Ewigkeit. Und glaub mir, nächstes Jahr hole ich mir den Sieg zurück. Genieß diesen Moment, Case. Denn nächstes Jahr ist meine Zeit gekommen. Naja, Bobby, allein... Es tut mir wirklich leid für jeder, der Bobby heißt, aber wenn ich an Bobby denke, denke ich an Hillbillies. Ich denke einfach an Bobby Hillbilly. Ganz schlimm. Cool, eine einzige Chili. So, super tolle Süßkartoffeln. So. Euch nehme ich mal raus. Dann könnt ihr gleich nachproduzieren. Wie es sich gehört. Ich werde sie aber noch nicht verkaufen. Ich will wirklich eine große Verkaufsrunde mal machen. Wirklich, dass wir sagen können, wir verdienen mal eine Million, weil vielleicht ist das ein... Vielleicht ist das ein... Dingens. Ein... Ihr wisst, was ich sagen will. Ach Mann. Ihr wisst doch, was ich sagen will. Lasst es mich nicht aussprechen.
Ich weiß es nicht. Hier, ein Erfolg. Meine Güte. Ein Achievement. So. Oh. So. Verlasse das Museum. Sei zwischen 8 und 12. Okay, werden wir? Das werden wir auf jeden Fall gleich machen. Da führt kein Weg drumherum. Dann packe ich nämlich jetzt erstmal alles, was wir verkaufen wollen, in diese Kiste. Und dazu zählen auch die Kürbisse. Habe ich echt so viel Baumwolle noch? Naja, gut, warum nicht? Nehmen wir mit. Die Baumwolle können wir nämlich eigentlich auch mal wegmachen. Ich meine, hier arbeitet kaum noch irgendetwas dran oben. Und wir machen da nichts rein, oder was? Unfassbar. Beim nächsten Mal geht's bestimmt. Es will wieder nichts. Ach, Manno. Warum hat denn das Spiel in letzter Zeit so viele Bugs bekommen? War doch vorher auch nicht so. Ehrlich, wir haben die ganze Zeit keine Bugs gehabt. Ach, Mann. Naja. Das sind keine gravierenden. Sind eher so, So, verlasse das Museum. Ich arbeite dran, Stadtführer. Ich arbeite dran. So, da gehen wir jetzt auch hin. Gib nicht, was es nicht schiebt. Ich muss eigentlich noch. Nee, wir machen erstmal das. Wir machen erstmal das und dann gucken wir unter Wasser. Ich meine, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was es unter Wasser noch geben sollte. Dum, dum, dum. Da, da, da. Oh, ein Spooky-Festival ist ja auch bald. Oh Gott, der Herbst ist ja auch schon bald wieder. Und wir sind da. Sieh ich das eine an. Hier bist du. Wollen wir uns das Museum ansehen? Ich mag keine Museen. Ihr habt das Museum gefunden. Ihr habt das Museum gefunden. Ja, das haben wir. Keine Ahnung. Ist es gut? Schlecht? Keine Ahnung. GG. Wow, dieser Ort ist ja riesig. Wozu braucht man so viel Platz? Es sieht leer aus. Hier lebt niemand. Es ist kein Ort, in dem man lebt. Er dient dazu, wichtige Gegenstände aufzubewahren oder als Zufluchtsort. Ich zeig's euch. Dieser Ort ist ein Museum. Ein Zufluchtsort für Geschichte, Tiere und wichtige Artefakte. Komm mit! Das klingt gut. Oh. Das klingt gut. Das letzte klang gut. Geht ins Museum, Kinder. Ihr habt Riesen in euren Museen? Ja, es zeigt die Geschichte der Zeit, als wir mit den Riesen zusammengearbeitet haben. Das hier wurde tief im Wald entdeckt. Es ist eine alte Darstellung von Coral Island. So. Das ist wunderschön. Vater hätte dieses Museum geliebt. Es ist voller Geschichte. Ich dachte, er ist voller Geschichte. Hey Case, hallo Leute, braucht ihr Hilfe? Dieses Bild zeigt Menschen und alte Riesen. Es ist eine Darstellung des alltäglichen Lebens aus längst vergangenen Zeiten. Sehr interessant. Ich muss zugeben, dieses Museum ist beeindruckend. Ja, ohne tatkräftige Unterstützung durch Case, der hier eigentlich alles alleine gemacht hat, hätten wir es nicht geschafft. Erkundet ihr alle zusammen die Stadt? Ja, wir bekommen eine Führung. Wohin gehen wir als nächstes, Case? Gehen wir über die Straße. Lasst mich euch in die Bibliothek bringen. Ja, sehen wir uns die Bibliothek an. Oh, ihr werdet meinen Boss treffen, Millie. Wer? Millie. Millie Vanilli. Kennst du vielleicht? Ich hätte gerne hier noch ein paar mehr Bücher, aber ich weiß nicht, wie das geht. Hier bewahrt ihr Landbewohner also eure Bücher auf. Ja, alle können hierher kommen und jedes Buch kostenlos lesen. Es gibt sogar einen Sitzbereich. Wie niedlich. Wo ist ein Sitzbereich? Wo ist ein Sitzbereich? Ach, das hier, oder? Ja. Super niedlich. Alles klar, dann sehen wir uns bald. Viel Spaß auf der Tour. Ich höre Tiere.
Ja, direkt nebenan ist das Tierheim. Oh, wunderbar. Kannst ja eins mit unter Wasser nehmen. Abgesoffen. Jetzt seid mal nicht so, ja? Verursacht ihr hier nur kein Chaos. Okay, Tierheimmann, das werden wir nicht. Tierheimmann ist schön. Ich bezweifle, dass es so ein Tierheim aussieht, aber okay. Das war wunderbar. Es fühlt sich so gut an, diese süßen Tieren zu helfen. Case, es ist ein Ort, an dem wir dem Meer unsere Ehre erweisen. Gibt es einen Ort, an dem wir dem Meer unsere Ehre erweisen können? Durch die Zeit mit diesen Tieren weiß ich unseren eigenen Kreaturen jetzt noch mehr zu schätzen. Ehrlich, kein Plan. Strand? Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Na gut, er hat eine Idee, ich nicht. Oh ja. Oh, das kommt mir bekannt vor. Es fühlt sich toll an. Vor allem der Müll hier überall. Vor allem der Müll, das ist super. Ja, Entschuldigung, wir haben ja halt ein bisschen alles zugemüllt, sorry. Dieser Tempel verbindet das Unterwasserkönigreich mit dem Land. Case, danke für die Führung. Ich habe jeden Moment geliebt. Es war mir eine Freude, Eure Hoheit. Du hast uns fabelhaft herumgeführt. Case, eins noch. Wir haben das Ende unserer Tour erreicht und ich möchte dich bitten, uns ins Königreich zu begleiten, damit wir unsere Erfahrung gemeinsam berichten können. Schließlich bist du genauso wie wir ein Teil dieser Expedition. Wirst du uns begleiten? Ja, darauf kannst du deinen königlichen Arsch verwetten. Fabelhaft! Wie wäre es, wenn wir jetzt in die Taverne gehen und etwas trinken? Na, Schnaps, wa? Alkohol, dein Ding jetzt. Muss ich einen Monat warten? War der Tempel wirklich die ganze Zeit dreckig? Und haben wir ihn jetzt offiziell sauber gemacht? Sauber gemacht. Wir müssen wirklich warten, oder? Ich hasse alles in der Welt. Wir müssen wirklich warten. Ach man, ich will nicht warten. Scheiße. Wir müssen wirklich noch einen Monat warten, um da runter zu gehen. Da gibt's doch ja nichts. Da warte ich dran. Hä? Oh, ja. Der Triceratops ist ja noch nicht fertig. Ich war gerade kurz schockiert, dass irgendwo noch einer fehlt. Okay, cool. Die Führung haben wir durch. Sie ist sehr zufrieden. Jetzt müssen wir einen ganzen Monat warten, um es überhaupt zu berichten. Also es geht leider erst im Winter weiter. Schade, ehrlich gesagt, aber okay. Schön. Das ist auch fertig. Dann müsste ich ja rein theoretisch, wenn ich jetzt den da verkaufe. Ganzer Bumm. Wir brauchen nur 5. Hier nochmal so ein Haustierbett, ne? Ja, die brauche ich nicht. Dann müsste ja rein theoretisch. Ja, brauche ich nochmal so ein Haustierbett eigentlich nicht. Nein, ich kann es echt weg. So, rein theoretisch. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus will. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus will, okay? Ich hab's vergessen. Mann, verurteilt mich nicht. Ich komme von einer ewig langen Autofahrt wieder. Ja gut, das ist schon der nächste Tag, aber trotzdem. Bist du noch draußen? Entschuldigung, jetzt muss ich noch gehen. Oh, ich glaube, ich mache nachher noch Mittagsstunde. Das Beste am Urlaub ist einfach, dass du Mittagsstunde machen kannst. Ihr zieht's wirklich nicht durch, ne? Wobei die Bohne, die wir reingelegt haben, müsste verschnuffelt worden sein.
Aber wir haben jetzt zwei reingelegt und gestern haben wir eine reingelegt. Vielleicht über Nacht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir machen sowieso heute keine so lange Aufnahme. Das ist vielleicht dann einfach bei der nächsten Aufnahmepause. Ich weiß es nicht. Bitte verurteilt mich nicht. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt ins Bett. Warum habe ich noch Osmiumbarren dabei? Gibt es für irgendwas Osmiumbarren? Habe ich einen Grund dafür? Ich bewahre das einfach erstmal auf. Da arbeite ich auch dran. Ich hoffe, das ist morgen fertig. Also jetzt über Nacht. Ansonsten weiß ich nicht, wie wir die letzte einzigartige Ozeanfelsfrucht bekommen. Aber ich würde auch sagen, wir gehen erstmal ins Bett. Wir gehen ins Bett und wir machen eine Aufnahmepause. Ja, Triceratops ist fertig. Ja, die Prinzessin und Dieter mag uns. Dieter heißt sie. Ah, nee, Denilia. Denilia, Dieter, also dasselbe. Haustierbett verkauft. Ich brauche das nicht nochmal. So, ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, einzigartige sind welche, die wir noch nicht gemacht haben. Ich bin gespannt. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Also, bis morgen. Tschüss.